Zum Beatboxen braucht man nicht viel. Also das ist, du hast ja alles, du hast deinen Mund, Stimmbänder, die so funktionieren sollten. Aber es gibt nur diese beiden Ebenen, die Stimme und den Mundbereich. Damit erzeugst du halt Töne. Zum Beatboxen bin ich gekommen dadurch, dass ich auf dem Basketballplatz gespielt habe mit Freunden. Und einer hat sehr dilettantisch gebeatboxt halt, so mit den Händen vor den Mund. So ungefähr. Und das habe ich halt gesehen und wollte es irgendwie nachmachen. Also habe es auch nachgemacht. Es gibt eigentlich nur drei Töne, die man machen muss. Eine Bass-Kick, dann halt eine Hi-Hat und noch eine Snare. Das kann eine K-Snare sein, sage ich jetzt mal so. Oder eine PF-Snare. Wie ich mir das beigebracht habe, ich glaube, es ist nicht bewusst passiert. Also es passiert nicht bewusst. Ich habe es einfach gemacht, habe Töne nachgemacht. Und das, was sich für mich gut angehört hat, das habe ich halt dann wiederholt und weiter gemacht. Fehlt noch eine Bassline? Okay, kommt aus meiner Nase raus. Die Bassline kommt aus der Nase? Klar, also wenn man das jetzt von einem Lehrer beigebracht bekommt, ist es halt was ganz anderes nochmal, weil es ja auch eine Beeinflussung ist. Ich glaube, weiß nicht, ob ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen besonderen Stil habe. Es gibt schon Beatboxer, die einen sehr besonderen Stil haben oder Techniken. Oder selbst entwickelte Sounds gibt es echt. Leute, die Sachen auch perfektionieren, übernehmen von anderen. Ich habe es halt bei Learning by Doing gemacht. Ich habe halt mir doch ziemlich viel selber beigebracht. Oder wurde beeinflusst von anderen Beatboxern. Und zu der Zeit damals gab es nicht viele. Also die hat man dann auch mal in irgendeiner Party mal getroffen, auf einem Konzert, auf einer Jam. Und dann, ja, das war halt der einzige Einfluss, oder was man auf Platten dann halt irgendwie gefunden hat. Trompete. Ausatmest, einatmest. Das ist schon mal so die Basis. Und dann kannst du halt durch die Vibration, wenn du die Lippen aneinander legst, also sie berühren lässt, kannst du wieder Frequenzen bilden. Also. Solche Geschichten, ja. Meine Übungen sind dann immer so. Das kannst du aber auch im Durchgehen machen mit den Lippen. Ja. Fresh.
Boxen bedeutet mir viel. Also es ist eine Tätigkeit, wo ich mich natürlich auch, wenn wir über Gefühle reden, mich irgendwie ein bisschen drin gehen lassen kann. Aber gleichzeitig ist es auch ein Erfolgserlebnis, wenn ich wieder was Neues schaffe. Oder in der Kombination sich das einfach gut anhört. Wenn ich mit mir selbst groove. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie unterscheide oder vielleicht unterscheide ich mich in einem bestimmten Cover. Vielleicht unterscheide ich mich in dem, wie ich halt meine Hi-Hats mache. Das kann gut sein, aber es gibt bestimmt Leute, die das auch genauso gut können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie Rocket Science ist auf eine gewisse Art und Weise. Als Straßenmusiker bin ich vielleicht jemand, der an oder auf der Bühne, wenn ich jetzt wirklich ein Set mache, bin ich vielleicht, kann man mich unterscheiden vom Stil oder von dem, was ich mache. I have to go.